Es ist wirklich der letzte Vortrag für dieses Semester. Ich habe nun schon zwei Anmeldungen für das nächste Semester und ich hoffe, dass wir auch weiterfahren können, eben im Sommersemester. Und würde mich sehr freuen, wenn Sie dann auch wieder weiter hierher kommen. Eine kurze Ansage ist, dass Herr Lichtenberg seinen 250. Geburtstag feiert. Und dazu ladet uns Herr Professor Brix, der hier vorne sitzt, ein, und zwar ins Deutsch-Amerikanische Institut, wo er Ihnen allen, die schon etwas über Lichtenberg wissen, und auch Ihnen allen, die nichts über Lichtenberg wissen, sagen wird. Ich sollte das vielleicht genau vorlesen. Das ist immer gut, wenn man genau das sagt, was der Redner will. Physikprofessor, Kalendermacher, Hogarth-Erklärer und Sudelbuchschreiber. G.C. Lichtenberg zum 250. Geburtstag im Deutsch-Amerikanischen Institut. Das ist auf der Anlage Ecke Sophienstraße, ich nehme an, Sie wissen es. Es ist mir auch ein ganz besonderes Anliegen, bevor Herr Professor Stech von Herrn Professor Heinze heute Abend eingeführt wird. Und ich bin auch wieder dankbar, dass jemand von den Emeriti einen anderen Emeritus einführt. Möchte ich Ihnen doch nochmal sagen, dass diese ganze Reihe, dieses Semester nicht ohne Herrn Siebig zustande gekommen wäre und möchte Herrn Siebig bitten, dass er sich mal seiner eigenen Kamera zeigt. Denn ohne Sie, wie Sie wissen, Herr Siebig, wäre ja das nicht dieses Semester etwas geworden und Sie wollen, dass ich ins Mikrofon spreche. Ich versuche Sie auch gleichzeitig anzuschauen, obwohl Sie sich doch noch immer im Hintergrund halten. Und habe gedacht, das müssen wir Ihnen doch heute in Public sozusagen. Vielen herzlichen Dank. Ich bedanke mich ganz herzlich. Zeigen Sie sich ruhig Ihrem Publikum. Vielen Dank. Denn ich meinte, es sei schon alles vorbei am Ende vom letzten Semester, bis dann Herr Siebig und Herr Liebreich mir baten, das doch nochmal zu machen, und zwar mit den Naturwissenschaftlern. Und dazu muss ich sagen, die Naturwissenschaftler sind viel netter zu ihren Emeriti als die Mediziner. Das muss man auch sagen. Darf ich nun Herrn Professor Heinze bitten, der uns Herrn Stech einführen wird. Es ist mir eine ganz besondere Ehre und Freude, Herrn Stech hier einführen zu dürfen. Herr Stech ist von all den Professoren an der Fakultät für Physik und Astronomie wohl zweifellos zunächst einmal der bodenständigste. Er wurde in Karlsruhe geboren, ging dort auch zur Schule und hat dann von 1946 bis Mai 1946 bis Juli 1951 Physik studiert. Das hört sich so noch halbwegs normal an, 5 Jahre. Erstens war es nicht so einfach, in das Studium reinzukommen, weil die Abiture natürlich nicht anerkannt wurden, die Kriegsabiture. Da mussten wir eine besondere Prüfung noch ablegen, die er aber mit Lanz und Gloria bestanden hat. Und zweitens hat er Diplom gemacht, aber nur im Juli 1951, also nach etwas über 10 Semestern, nicht etwa das Diplom gemacht, sondern bereits die Promotion gemacht. Das Diplom hatte er schon vorher hinter sich. Nun, die Promotion handelte von war eine experimentelle Arbeit bei Herrn Bothe über ein Forschungsgebiet, was es damals noch gar nicht gab, nämlich nukleare Festkörperphysik. Aber das hat ihn doch nicht so angezogen. Er wurde dann gleich anschließend Assistent bei Jensen, der damals noch nicht allzu lange in Heidelberg als Theoretiker war, und hat dann bei Jensen angefangen, auf dem Gebiet der theoretischen Kernphysik zu arbeiten. Seine erste Arbeit, auf die ich 3 Worte verwenden will, weil er die wahrscheinlich in seinem Vortrag gar nicht erwähnen wird, handelte von der Gammastrahlung isomerer Atomkerne und war, wie man ohne Abstrich sagen kann, gleich erstmal ein richtiger Volltreffer. Die isomeren Atomkerne spielen in dem von Haxel, Jensen und Süß begründeten Schalenmodell eine sehr große Rolle, und ihr Gammazerfall müsste sich eigentlich mit dem Schalenmodell ausrechnen lassen. Das war aber nicht so einfach.
Und den jüngeren Theoretikern, die hier im Raum sind, ist es durchaus zu empfehlen, diese sehr ausführliche und sehr schöne Arbeit von Herrn Stech durchzulesen, in der er dieses Problem wunderbar behandelt. Es ist sozusagen mit der internationalen Anerkennung dann etwas spärlich ausgefallen, weil gleichzeitig Herr Weißkopf und Herr Moskowski das gleiche Problem, wenn auch nicht ganz so tiefschürfend, bearbeitet hatten. Und die haben das in Physical Review publiziert, während Herr Stech in der Zeitung für Naturforschung seine Arbeit veröffentlicht hatte. Die Weißkopf-Units, das ist sozusagen das Kleingeld, in dem die Übergangswahrscheinlichkeiten gehandelt werden, könnte man vielleicht auch sonst Stech-Units nennen. Nun, daran schloss ich an, eine Reihe von Arbeiten über die Kopplungskonstanten in der Theorie des Beta-Zerfalls. Das führte dann bereits über in das Gebiet der Elementarteilchenphysik. 1956 habilitierte sich Herr Stech in Heidelberg und ging dann nach Amerika. Seine Stationen waren Mexico City, das Californian Institute of Technology in Pasadena, wo damals Herr Feynman und Herr Gell-Mann noch als ganz junge Leute tätig waren. Und wo sich Herr Stech, wie ich hörte, übrigens auch noch mal als Experimentalphysiker nebenbei betätigt hat. Böse Zungen behaupten allerdings nur, weil die experimentellen Kollegen schon so eine hohe Strahlendosis abgekriegt haben, dass auch Herr Stech mal ran musste. Aber auf jeden Fall hat er für die Experimente da die ganzen theoretischen Sachen ausgerechnet. Ja, dann hatte er eine Einladung an das Institute of Advanced Studies in Princeton. Die hat er aber dann nicht angenommen, denn die Heidelberger wurden inzwischen nervös und er kriegte einen Ruf auf ein Extraordinariat für theoretische Physik, theoretische Kernphysik nach Heidelberg. Und diesem Ruf ist er dann auch glücklicherweise gefolgt. Die Stellung hat er aber nicht lange in eingehalten, denn in den Jahren danach kriegte er pro Jahr einen Ruf an eine renommierte Universität und bereits der erste Ruf hat natürlich ausgereicht, um das Extraordinariat in Heidelberg zu einem ordentlichen Lehrstuhl aufzubessern. Der letzte Ruf war dann sogar nicht nur auf einen Lehrstuhl, sondern auf eine ordentliche Lehrkanzel nach Wien. Auch die hat er abgelehnt. Bald darauf gab es in München zu Ehren von Heisenberg einen Workshop über Basic Questions in Quantum Mechanics. Da hat Herr Stech einen Vortrag gehalten mit dem Thema Local Saturation of Commutators. Was das genau heißt, weiß ich nicht. Ich nehme an, dass es bedeuten soll, dass also bei ihm eine örtliche Saturierung eingetreten war für Vorschläge, seinen Arbeitsort irgendwie zu verändern. Und so etwas Ähnliches wird es wohl gewesen sein. Gut, was ist nun das Besondere an Herrn Stech? Denn da gibt es schon was Besonderes. Das Erste ist, dass seine wissenschaftlichen Arbeiten sowohl fundamentale Fragen der Elementarteilchentheorie als auch direkt an das Experiment anknüpfende phänomenologische Fragen behandeln. Das ist unter den Elementarteilchenphysikern eine große Ausnahme. Meistens sind die Elementarteilchentheoretiker entweder auf das eine oder auf das andere spezialisiert, was natürlich das Gespräch mit den Experimentalphysikern dann immer etwas erschwert. Und das ist auch sozusagen der zweite Punkt, den ich erwähnen muss. Er ist der ideale Diskussionspartner, nicht nur für seine Theoretiker-Kollegen, sondern auch für die Experimentalphysiker. Und das ist auch eine große Seltenheit. Und zwar ist er nicht nur stets in der Lage, die seltenen, intelligenten Fragen der Experimentalphysiker sofort zutreffend zu beantworten, sondern was noch viel höher anzurechnen ist, die vielen dummen Fragen kann er jederzeit so beantworten, dass man es dann nachher verstanden hat und ohne, dass er dabei lächelt oder einen irgendwie überheblich anguckt. Ja, also
Und der dritte Punkt, er ist ein großartiger und ganz besonders liebenswerter Mensch. Ich sagte schon, er war so entsetzlich bodenständig. Das ist auch richtig, aber darf man nicht zu eng sehen. Er hatte unzählige Gastprofessuren und längere Forschungsaufenthalte in Trondheim, Kopenhagen, Ankara, La Jolla und immer wieder in CERN. Seine Vorlesungen, da habe ich mich natürlich erkundigt, weil er so tolle Vorträge hält und auch so gut erklären kann, würde man denken, seine Vorlesungen müssen überhaupt das Gelbe vom Ei aller Theoretikervorlesungen gewesen sein. Und sie sind also sozusagen nicht besonders, wenn man sich bei den Studenten erkundigt, gelten sie als gut und sind beliebt, aber nicht, dass nun die Leute sagen, man muss unbedingt alles beim Stech gehört haben. Das hängt vermutlich damit zusammen, dass er im Grunde genommen doch sehr viel lieber seine Forschung betreibt, als diese Vorlesungstätigkeit auszuüben. Woran man auch sehen kann, er hat sich ja etwas, bevor er rausgesetzt wurde vom Kultusminister, emeritieren lassen. Seine erste Tat war, zum CERN, zu einem Forschungsaufenthalt zu gehen. Und im Übrigen hat er uns dann, und damit die Lehrtätigkeit ja doch nicht zu kurz kam, im vergangenen Sommersemester einen wunderschönen Kolloquiumsvortrag über die Lösung des Delta I gleich 3/2 Rätsels gehalten im physikalischen Kolloquium. Möglicherweise wird er ein wenig darauf zu sprechen kommen, was es damit zu tun hat. Es ist ein Rätsel, an dem die Elementarteilchentheoretiker seit Jahrzehnten herumkauen und wo sie sich schon ziemlich beruhigt haben, dass es ein unlösbares Problem ist. Und Herr Stech hat gezeigt, dass man mit einigen physikalisch sehr interessanten Kunstgriffen auch dieses Problem lösen kann, was im Übrigen für die Experimentalphysiker wie auch für die Theoretiker eine sehr bemerkenswerte Angelegenheit ist, weil man nämlich damit die Übergangsraten von diesen B-Mesonen, die man jetzt zu erforschen trachtet, berechnen kann und damit Rückschlüsse auf die nicht perturbative QCD bekommt, die sonst den Theoretikern nicht ohne weiteres zugänglich ist. So, das war meine Einführung. Ich freue mich, dass Herr Stech nun uns einen Vortrag halten wird. Zunächst, lieber Herr Kollege Marx, ich bedanke mich sehr, dass ich in dieser Vorlesungsreihe teilnehmen durfte und dass ich hier auch sprechen darf. Und nun zu Ihnen, Herr Heinze. Ich habe mich gefreut, Sie mal wieder mit Krawatte zu sehen. Aber alles, was Sie gesagt haben, hat mich natürlich ungeheuer in meinem Selbstbewusstsein gestärkt. Aber es war natürlich wahnsinnig übertrieben. Und ich kann nur sagen, teilen Sie das Ganze durch einen Faktor 10 und dann kommen Sie ungefähr hin. Okay, ich möchte heute, aber bei der Gelegenheit darf ich vielleicht offiziell noch verkünden, was ich gerade vor einem Tag gehört habe, nämlich dass Herr Heinze, den ich ungeheuer schätze, dass er den und dessen experimentellen Arbeiten ich gewaltig schätze, dass er den Max-Born-Preis bekommen hat. Und das ist ein ganz wichtiger Preis in der Physik. Und ich gratuliere ihm dazu recht herzlich. Vielen Dank. Ja, ich möchte heute über die Entwicklung der Elementarteilchenphysik berichten. Allerdings etwas einseitig und nur so, wie ich dies persönlich erlebt habe. Ich kam im Wintersemester 45/46, wie Herr Heinze auch schon ausführte, nach Heidelberg, um hier zu studieren. Warum nach Heidelberg? Nun, das lag daran, dass ich einmal mit meinen Eltern Heidelberg besuchte und dass ich die Stadt und den Fluss so schön fand, dass ich dann selbst als Kriegsteilnehmer meinem Vater nach Hause schrieb, er möchte mich doch an der Universität in Heidelberg einschreiben. Das war einmal kurz möglich, hat sich aber dann nicht realisiert. Man wollte offenbar die Moral der Truppe stärken, indem man solche Angebote machte. Nun, ich kam dann, als ich in Heidelberg ankam, das hat Herr Heinze auch schon gesagt,
galt mein Abschlusszeugnis nicht und ich musste dann das Vorsemester machen. Das habe ich aber nicht mit Glanz und Gloria gemacht. Da kommt der Faktor 10 schon herein, sondern ich hatte erhebliche Schwierigkeiten im Latein und in Geschichte. Ja, warum Physik? In der Schule habe ich ein kleines Erfolgserlebnis gehabt und das hat mich zur Physik geführt. Da gab es eine Diskussion über ein Gedankenexperiment von Robert Mayer über die Äquivalenz von Wärmeenergie und mechanischer Energie. Und das habe ich nachvollziehen können und habe dann zufällig die richtige Zahl herausbekommen und das war ein großes Erfolgserlebnis. Und dann habe ich anschließend noch ein Buch in die Hand bekommen, das hieß Umsturz im Weltbild der Physik. In diesem Buch war die Rede von der Relativitätstheorie, es war die Rede von Unschärferelationen, es war die Rede von gekrümmten Räumen. Ich habe das alles nicht verstanden, aber es hat mich ungeheuer fasziniert und das war dann der Grund, warum ich mich der Physik zugewandt habe. Die Hörsäle an der Universität, die waren 1946 überfüllt mit zurückgekehrten und vielfach auch verwundeten Kriegsteilnehmern. Trotz der schlechten Lebensverhältnisse, ich hatte nur selten genug zu essen, war es eine wunderbare Zeit, denn wir Studenten genossen die völlig ungewohnte Freiheit. Wir mussten keinen Befehlen mehr gehorchen und konnten frei entscheiden, was wir tun und lassen sollten. Ich bekam zusammen mit einem Volkswirtschaftsstudenten, der nebenbei noch ein Schwarzhändler war, ein Zimmer im Collegium Academicum, dem jetzigen, wo jetzt die Verwaltung der Universität ist. Dort habe ich Freunde gefunden, dort haben wir viel gefeiert, dort haben wir viel getanzt, denn wir hatten ungeheuer viel nachzuholen, aber wir haben dort auch viel gearbeitet. Meinen ersten Besuch des großen Physikhörsaals am Philosophenweg werde ich nie vergessen. Von ganz oben im überfüllten Hörsaal sah ich ganz tief unten den weißhaarigen Professor Bothe, wie er wie ein großer Zaubermeister mit merkwürdigen Geräten hantierte. Ich habe natürlich von oben fast nichts verstanden und bin deswegen dann in den kleinen Hörsaal gegangen. Im kleinen Hörsaal, da gab es weniger Leute und da sprach ein Gastprofessor namens Walter Wessel, der dann auch später Professor in Heidelberg wurde, über Mechanik und da dachte ich, das könnte ich vielleicht besser verstehen. In der Tat habe ich von Walter Wessel wahnsinnig viel profitiert in diesem Semester. Diese Vorlesung hat mich sehr angeregt. Allerdings ist Walter Wessel dann nach Amerika und es gab dann keinen theoretischen Physiker mehr bis 1949. Sehr profitiert habe ich auch in der Mathematik von einer wunderbaren Vorlesung von Professor Seifert. Ja, nach 2 Semestern gab es für alle Studenten eine Semestralprüfung bei Bothe, so war das damals üblich. Und diese Prüfung, die entschied dann, ob man weiter Physik studieren konnte oder nicht. Für Diplom- und Doktorarbeiten gab es kaum Geräte. Wir mussten unsere Glasapparaturen selber blasen, aus alten, im Speicher herumliegenden Glas. Meist brach das Zeug auseinander, sobald es abgekühlt war. Das Arbeitsgebiet des Physikalischen Instituts war die Kernphysik, nachdem einige Einschränkungen, die die Alliierten gemacht haben, die wurden bald aufgehoben. Ja, vielleicht zeige ich das erste Bild. Da sehen Sie Professor Bothe. Herr Guber, der hier auch im Hörsaal ist, wird sich noch sehr an diese Zeit erinnern. Die Aufnahme stammt von der Zeit des 60. Geburtstages von Walter Bothe, 1951. Ich werde auf diesen Geburtstag dann auch noch zurückkommen. Ja, ich untersuchte in diesem Institut dann, wie Herr Heinze schon betont hat, auch die Strukturänderungen von Kristallen beim intensiven Beschuss mit Alpha-Teilchen. Damals war bekannt, dass diese Kristalle sich verfärben, aber inwieweit sich ihre atomare Struktur verändern, war nicht bekannt. Bothe war alleiniger Lehrstuhlinhaber und hatte auch noch die kernphysikalische Abteilung des damaligen Kaiser-Wilhelm-Instituts für medizinische Forschung in der Jahnstraße zu leiten. Ist mir heute noch unverständlich, wie er das alles schaffen konnte und noch für eine gute und angenehme Atmosphäre zu sorgen. Er wollte Jensen aus Hannover holen, aber die Landesregierung zögerte lange. Als AStA-Vertreter bin ich mit einem Kommilitonen zum alten Herrn Knorr, der die Rhein-Neckar-Zeitung gegründet hatte,
gegangen, um einen geharnischten Artikel in der Rhein-Neckar Zeitung zu lancieren. Der Herr Knorr, der schimpfte zunächst sehr mit uns, sagte, wir wären noch keine guten Demokraten, denn sonst könnte man nicht solche scharfen Worte verwenden. In einer Demokratie sollte man sich zunächst recherchieren, bevor man wild angreift. Das war natürlich alles wirklich richtig. Aber er fuhr dann selbst nach Stuttgart und hat mit den Stuttgarter Leuten geredet und es war dann relativ schnell gegangen, dass Jensen nach Heidelberg gekommen ist. Als Vorausabteilung kam zunächst Helmut Steinwedel, ein Assistent von Jensen, und es gab damals nach dem Kriege, und dann kam Jensen und es war dann der erste theoretische Lehrstuhl nach dem Kriege in Heidelberg. Die wissenschaftliche und menschliche Atmosphäre am Physikalischen Institut, das ist also immer noch Philosophenweg 12, war großartig. Für uns Studenten war dieser Philosophenweg 12 eine richtige Heimat, wo wir den ganzen Tag und die halbe Nacht verbrachten, wo auch immer jemand war, Assistent oder Student, der notfalls mit Rat und Tat zur Verfügung stand. Den brauchte ich auch, als ich einmal eine dicke Quecksilberkugel nachts um 1 Uhr fallen ließ. Wir durften schon als Studenten auch am wöchentlichen Teenachmittag teilnehmen, wo Bode, Jensen, Meyer-Leibniz und später auch Herr Axel und Schmelzer die neuesten Experimente und die neuesten Veröffentlichungen diskutierten. Die meisten Diskussionen drehten sich um kernphysikalische Messungen und Effekte und ich durfte erleben, mit welcher Sorgfalt und mit welcher Akribie Jensen jedes Kernniveau, jede einzelne Übergangswahrscheinlichkeit durchdiskutierte und welches beinahe unglaubliche Wissen Bode, Meyer-Leibniz, Haxel besaßen, auch wie Abschätzungen vorgenommen wurden, Hypothesen aufgestellt und wieder verworfen wurden. Dann durften wir unsere Arbeiten auf der, glaube ich, ersten Tagung nach dem Krieg in Bad Nauheim vortragen. Vielleicht gleich das nächste Bild, denn bei dieser Gelegenheit habe ich zum ersten und leider auch zum letzten Mal den Professor Sommerfeld hier rechts im Bilde kennengelernt, der hier dem Professor Müller, glaube ich, war das, der dieses erste Feldemissionsmikroskop gebaut hatte, eine Medaille überreicht. Ja, und jetzt, um wirklich zu beweisen, dass ich doch Experimentalphysiker war, was zwar Herr Heinze mir glaubt, weil er das weiß, aber viele Leute mir das klar nicht glauben würden, wollte ich doch noch ein kurzes anderes Bild zeigen. Bitte das nächste. Okay, bitte Licht. Sie sehen auch, welche Hochachtung ich vor der Experimentalphysik habe, dass ich das immer betone, weil wenn ich Herrn Heinze am CERN gesehen habe oder wenn ich ihn in Heidelberg sehe, dann sterbe ich vor Hochachtung. Wegen des untadeligen Verhaltens von Bode und Jensen während der Nazizeit kamen bald wieder internationale Gäste nach Heidelberg. Bodes 60. Geburtstag war Anlass zu einer Tagung und zu einem Fest. Bitte die nächsten Bilder. In diesem Bild sehen Sie Wolfgang Pauli, der dann zum ersten Mal nach dem Kriege wieder nach Deutschland gekommen ist, im Gespräch mit Hans Jensen auf dem Balkon des Instituts. Bitte das nächste Bild. Hier sehen Sie Wolfgang Pauli zusammen mit Heisenberg, der auch nach Heidelberg gekommen ist. Beide stehen sich schon etwas kritisch gegenüber. Auf der linken Seite ist noch Professor Nordheim, auch jemand, der emigrieren musste und der dann zum ersten Mal wieder nach Deutschland gekommen ist. Bitte das nächste Bild. Das ist Lise Meitner auf einer Neckartour, die aus Anlass dieses Geburtstages stattfand. Bitte das nächste Bild. Das ist Herr Kossel im Gespräch mit Herrn Bode. Bode links, Kossel rechts. Bitte das nächste Bild. Ja, hier sehen Sie Professor Bode zusammen mit Frau Meyer-Leibniz, wie sie sich für das Fest, wie sie zu dem Fest gehen. Ja, bitte das nächste Bild. Ja, das ist ein späteres Bild. Ich glaube, der Anlass war, bin ich ganz sicher, der 60. Geburtstag von Hans Kopfermann. Stimmt. Ja. Da hat Professor Pohl aus Göttingen uns erklärt, wie eigentlich die Bezeichnung zu wählen wäre. Nämlich, man ist ein Senior zwischen 45 und 60 und ein Kreis, ein Senex, ab 60.
Bitte das nächste Bild. Ja, da sehen Sie Herrn Schmelzer, wie er etwas skeptisch auf seine Apparatur schaut. Ja, vielen Dank, bitte Licht. Nach meiner Promotion bei Bode bot mir Jensen an, also es ist ein bisschen viel von mir die Rede, aber das geht ja nichts anders bei diesen Art von Vorstellungen. Nach meiner Promotion bei Bode bot mir Jensen an, mit einem Stipendium bei ihm zu arbeiten. Bode war es nicht ganz recht. Er meinte, dann müssen Sie Ihr ganzes Leben lang Matrixelemente ausrechnen. Er hatte natürlich recht, aber es machte mir Freude. Ich arbeitete dann mit ihm über die Theorie des Beta-Zerfalls nach den Strahlungsübergängen. Die Beta-Zerfalls-Auswahlregeln waren von Jensen intensiv benutzt worden, um auf Kerneigenschaften zu schließen. Aber wir wussten auch, dass dieses Untersuchungsinstrument selbst noch wenig verstanden ist. Dies war meine erste Berührung mit reiner Elementarteilchenphysik. Wir postulierten eine neue und ungewohnte Symmetrie, die heute chirale Symmetrie heißt. Ich weiß noch, wie aufgeregt ich war, als Pauli war mal gerade zu Besuch und ich durfte dann Pauli vortragen, die sich diese Symmetrie vortragen. Und Pauli wackelte mit dem Kopf und zum Schluss hat er es doch ganz interessant gefunden. Jensen fragte mich einmal in dieser Zeit, warum formulieren Sie die Symmetrieoperationen für Teilchenpaare und nicht für jedes einzelne Teilchen? Ich sagte, wie aus der Kanone geschossen, ja, dann würde ich die Parität um 100% verletzen. Da habe ich was verpasst. Dann hätte ich das gemacht, dann hätte ich die V-A-Theorie schon zu diesem Zeitpunkt 1955 postuliert. Nun, von der sonstigen Teilchenphysik wusste ich zu diesem Zeitpunkt noch sehr wenig. Ich wusste, dass es Pi-Mesonen und My-Mesonen gab, aber vom Theta-Tau-Puzzle und von den ersten Hinweis auf eine Paritätsverletzung gab, wusste ich noch nichts. Ja, als Elementarteilchen in dieser Zeit galten, die hatten zwar andere Namen, aber die hießen nicht Hadronen zu dieser Zeit, aber es gab als Elementarteilchen galt das Proton, das Neutron und auch seltsame Teilchen waren schon bekannt. Das K-Meson, was damals Theta oder Tau hieß, und das Pi-Meson. Von diesen Teilchen wussten wir, dass sie eine starke Wechselwirkung haben. Das ist die Yerkawa-Theorie, vielleicht, dass sie dafür zuständig ist, aber definitive Aussagen konnten damals nicht gemacht werden. Man hat dann Potentialmodelle versucht und statische Näherungen. Bei den Leptonen, Elektron-Neutrino, Mimeson und Neutrino sah es besser aus. Man hat allerdings erst 1962 gewusst, dass die zwei Neutrinos verschiedene Neutrinos sind. Diese Teilchen haben eine schwache Wechselwirkung, sowohl mit den Hadronen wie miteinander. Und alle Teilchen, sofern sie geladen sind, haben elektromagnetische Wechselwirkungen. Aber die Fermi-Theorie der schwachen Wechselwirkung war schon eine recht gute Theorie. Fermi hatte schon 1933 diese Theorie vorgeschlagen und sie beschrieb die Experimente relativ gut, die mit dieser schwachen Wechselwirkung zusammenhingen, allerdings nicht quantitativ. Ja, zu dieser Zeit gab es also nur diese Elementarteilchen. Man konnte unter Umständen sogar, mutige Leute sagten, vielleicht ist das Pi-Meson ein gebundener Zustand aus einem Neutron und einem Antiproton und ein K-Meson ein gebundener Zustand aus einem Hyperon und einem Antiproton. Und damit reduzieren sich die wirklich Elementarteilchen auf die, die da oben stehen. Und es gab auch eine Universalität der Wechselwirkung, eine gleiche Stärke hier zwischen all diesen Teilchen. Diesen Teilchenpaaren. Man war also in einer qualitativen, wunderbaren Situation und glaubte, es geht nicht sehr viel weiter und man versteht die Welt, denn aus diesen Teilchen kann man die Kerne aufbauen, aus diesen Kernen kann man mithilfe dieser Kerne und der Elektronen kann man die Atome aufbauen und die ganze Welt ist damit beschreibbar. Nun, das erinnert mich an die heute von manchen Superstring-Theoretikern eingeführte Begriff, Theory of Everything, wo sie glauben, dass man schon wieder halbwegs alles verstanden hat. Zu diesem Zeitpunkt hätte man das mit genau dem gleichen Recht sagen können. Aber es war nur qualitativ und es gab natürlich einige echte Probleme. In dieser Zeit bin ich dann, um Jensen zu vertreten, habe ich eine Vorlesungsreihe in Mexico City gegeben, im Sommer 1956.
Vielleicht das nächste Bild. Hier sehen Sie wieder einige bekannte Leute im Vordergrund hier an dieser Stelle. Das ist Herr Peierls. Der Leiter der Sommerschule war Herr Muschinski an dieser Stelle neben mir. Aber Sie kennen vielleicht auch den, als Student war damals Sheldon Glashow, der dann später den Nobelpreis erhalten hatte. Und einige der Experimentalphysiker werden vielleicht auch Pia Lehmann erkennen, der damals auch mein Student war, sozusagen. Ja, von Mexiko bin ich dann direkt nach Seattle gefahren mit Greyhound und so weiter und zu einer wichtigen Konferenz, die 1956 im Herbst in Seattle stattfand. Bitte das nächste Bild. Da habe ich dann noch berühmtere Leute kennengelernt. Hier sehen Sie Robert Oppenheimer, genannt den Vater der Atombombe. Nicht ganz sinnvoll, diese Bezeichnung. Bitte das nächste Bild. Das ist George Gamow, also in der Mitte. Bitte rechts sehen Sie nochmal Robert Oppenheimer. Bitte das nächste Bild. Hier haben wir Herrn Chu im Gespräch mit Jensen, der direkt aus Heidelberg nach Seattle gekommen war. Und bitte das nächste Bild. Ja, und hier den Star dieser Konferenz, das war T.D. Lee im schwarzen Anzug hier, der gerade auf dieser Konferenz seine zusammen mit Young die Theorie präsentierte und sagte, man solle doch beim Beta-Zerfall nachgucken, ob nicht doch beim Beta-Zerfall die Parität verletzt wird, denn dann könnte man das Theta-Tau-Puzzle auf diese Weise erklären und sie gaben genaue Vorschriften, wie man das beim Beta-Zerfall messen soll. Das hat mich natürlich sehr interessiert, denn ich hatte ja mit Jensen über diese Dinge gearbeitet. Nun, nach der Konferenz war dann Feynman so nett und hat Jensen und mich in einer Zweitagestour mit seinem Auto von Seattle nach Pasadena gefahren zum Caltech. Bitte das nächste Bild. Ja, hier sehen Sie Jensen und Dick Feynman. Sie studieren hier nicht die Beta-Zerfälle, sondern die Karte. Das war ein Motel, in dem wir wohnten. Ja. Als wir dann in Pasadena ankamen, haben wir natürlich viel über schwache Wechselwirkungen geredet. Feynman glaubte nicht an eine Paritätsverletzung zu dieser Zeit. Wir trugen vor über unsere chirale Symmetrie. Die stieß auf keine große Gegenliebe, besonders nicht bei Gell-Mann. Das hat mich etwas entmutigt in dieser Zeit. Aber denn Feynman und Gell-Mann haben sehr viel später dann ihre eigenen Argumente, die sie dagegen hatten, nämlich die Symmetriebrechung durch die Massentherme, dann selbst wieder aufgegeben. Aber trotzdem war ich in Kalifornien sehr, sehr glücklich. Wir hatten sehr, sehr schöne Tage. Ich habe sehr viel gelernt von Gell-Mann und Feynman. Von Gell-Mann habe ich insbesondere gelernt, dass Teilchen sich auch in Antiteilchen verwandeln können. Das berühmte K-K-Quer, die berühmte K-K-Quer-Mischung. Bitte das nächste Bild. Wir haben natürlich auch Ausflüge gemacht. Hier sehen Sie Feynman abends in der Wüste, wie er trommelt und wie er auch Anklang fand bei den Damen. Bitte das nächste Bild. Das war schon gegen den Schluss meines Aufenthalts. Hier sehen Sie Gell-Mann rechts. Links, da war schon Volker Sörgel nach Pasadena. Er war auch Postdoc, wie ich, am Caltech. Ich war also bis 1958 am Caltech. Und im Vordergrund links sehen Sie Felix Böhm, mit dem wir sehr viel über Beta-Gamma-Korrelationen diskutiert haben und der entsprechende Experimente gemacht haben. Und in dieser Zeit habe ich auch die Aufgabe übernommen, mit einer radioaktiven Quelle von einem Labor zum anderen zu rennen, weil diese Quelle nur eine beschränkte Lebensdauer hatte. Ja. Bitte das nächste Bild. Ja, das am Caltech kam dann auch ein junger Student an, der Mensch in der Mitte, das ist Ken Wilson. Der kam, als ich gerade Caltech verließ und er hat mein Auto gekauft. Wurde später Nobelpreisträger. Bitte das nächste Bild.
Hier sehen Sie Willy Fowler, das ist allerdings ein Bild nicht aus dieser Zeit, aber Willy Fowler war auch am Caltech, den habe ich damals kennengelernt. Ich glaube, das war bei einem Vortrag in Heidelberg, auch ein Nobelpreisträger. Ja, hier habe ich vergessen, noch etwas zu zitieren, nämlich Herrn Heinze. Er sagte in seinem Vortrag hier, man ist selbst schuld, wenn man sich von einem berühmten Mann etwas ausreden lässt. Ich bin noch viel schuldiger, denn ich habe mir nicht nur von einem, sondern von zwei berühmten Männern und noch von einem Experiment, nämlich dem Helium-6-Experiment, etwas ausreden lassen. Okay. Bevor ich zurückkam, erreichte mich ein Ruf aus Bonn auf ein Extraordinariat, aber noch bevor ich dazu sagen konnte, wollte mich dann auch Jensen wieder in Heidelberg haben. In Heidelberg widme ich dann völlig der Teilchenphysik und Jensen ebnete mir den Weg dazu. Es war die Zeit, wo die Anzahl der Elementarteilchen explodierte. 1959 hatte ich dann eine Idee, nämlich dass die chirale Symmetrie auch in der starken Wechselwirkung eine wichtige Rolle spielen könnte. Dies führten Kramer, Rolnick und mich dazu, nichtlineare Pi-Meson-Kopplungen einzuführen. Leider machten wir wiederum nicht alles vollständig richtig und nicht vollständig konsequent und die Sache blieb erstmals begraben. Erst mehrere Jahre später wurde dieselbe Idee von Wess und Zumino aufgegriffen und neue Ideen hereingebracht von Gronin, Kohlemann und Weinberg. Heute kann man diese chirale Symmetrie sehr gut gebrauchen für die starke Wechselwirkung. Man kann damit viele Experimente erklären und sie ist auch wohlfundiert durch die heutige Quantenchromodynamik. Ja, vielleicht dann meine zweite Folie. Also in dieser Zeit gab es eine Explosion der Zahl der Elementarteilchen. Es wurden sehr viele Elementarteilchen gefunden. Hier oben stehen ein paar. Auch die Zahl der Mesonen vermehrte sich. All diese Teilchen wurden in energiereichen Stößen erzeugt. Aber es zeigte sich, dass das keine echten Bruchstücke des Protons sind, sondern dass das deswegen keine wirklich neuen Teilchen sind, sondern dass es in irgendeinem Sinne angeregte Teilchen sind, die dann selbst wieder in die alten ursprünglichen Teilchen zerfallen. Dies veranlasste Chu dazu, einen sogenannten Bootstrap-Mechanismus zu formulieren. Wir haben lange über diese Sachen diskutiert. Also ich nicht mit Chu, sondern dann auch in Heidelberg. Wie ging die Sache? Man gab Kräfte vor durch den Austausch von Teilchen. Man benutzte die Mikrokausalität und die Unitarität der S-Matrix. Und die Frage war dann, geben diese zunächst eingeführten Teilchen, Resonanzen, wiederum die Kräfte, die man ursprünglich hineingesteckt hat. Und eine der Fragen, die ich da aufgriff, ja, auf diese Weise wollte man die Zahl der Kupplungen, die Zahl der Resonanzparameter verkleinern. Man wollte also sparen. Aus diesem Grunde bin ich dann mit einem jungen Schotten zusammen gewesen. Und dieser junge Schotte hat mit mir die Frage aufgegriffen, ist das Proton ein gebundener Zustand aus Proton und Pi-Meson? Später habe ich das dann auch mit dem Herrn Rothleiner, der jetzt an der Universität Innsbruck lehrt, weiter verfolgt. Insgesamt muss man aber sagen, dass dabei wirklich fast alles, dass viele der Relationen waren richtig, aber sie haben kein Verständnis gebracht, die starke Wechselwirkung blieb unverstanden. Ja, mehr Ordnung kam dann herein durch Gell-Mann und Nehmann, das hat aber Herr Heinze schon erklärt, vielleicht kann ich da kurz sagen, man hat die Teilchen ordnen können, das hat auch noch nicht zu einem größeren Verständnis geführt. Man hat aber zu einem wesentlich größeren Verständnis der Dynamik geführt. Man hatte aber ein Ordnungsschema. Insbesondere konnte man das Omega-Minus-Teilchen vorhersagen. Auch bei der schwachen Wechselwirkung war inzwischen durch die Experimente die Struktur dieser Wechselwirkung vollständig geklärt. Und auch gewisse Schwierigkeiten, die mit der Strangeness zusammenhingen, wurden von Gell-Mann und Levy und Cabibo aufgeklärt. Gut, in den folgenden Jahren, 1964 bis 1976, war eine ganz aufregende Zeit.
In dieser Zeit entstand das sogenannte Quark-Parton-Bild, das dann letzten Endes zu dem heutigen Standardmodell führte. Aber die Fragen, die uns damals beschäftigten, waren zunächst einfacherer Natur. Die Frage war, können innere Quantenzahlen, die also durch diese SO3-Symmetrie von Gell-Mann und Neemann dargestellt waren, kann diese SO3-Symmetrie mit dem Spin verknüpft werden? Nun, es zeigt sich, dass das nur sehr eingeschränkt möglich war. Sehr viele falsche Arbeiten wurden da auch geschrieben, glücklicherweise nicht von uns. Aber es gab einige interessante Resultate, die dann doch Gültigkeit behielten. Und diese Resultate, eines dieser Resultate, habe ich zusammen mit Herrn Dosch gefunden, nämlich das Verhältnis der magnetischen Formfaktors des Neutrons zum magnetischen Formfaktor des Protons, dass das minus 2/3 sein soll. Eine andere Frage, die uns beschäftigte, war, warum ist das Neutron schwerer als das Proton? Es ist ja ganz merkwürdig, dass das Neutron ist nur wenige Bruchteile von MeV schwerer als das Wasserstoffatom. Wäre das umgekehrt, würden wir heute nicht hier stehen und die ganzen Teilchen würden zerfallen. All dies blieb leider ungeklärt. Es waren nicht sehr fruchtbare Resultate, die man erhalten hat, aber es war interessante Physik. Heute kann man es immer noch nicht erklären, man hat es aber auf einem tieferen Niveau sozusagen, auf ein tieferes Niveau geschoben. Die Masse des Neutrons ist deswegen größer als das Proton, weil die Masse des Down-Quarks schwerer ist als die des Up-Quarks. Okay. Gut, also wichtig war für diejenigen, die sich interessierten, für die schwache Wechselwirkung natürlich die Zeitumkehrinvarianz und die CP-Verletzung, die experimentell 1964 gefunden worden ist, also auch in dieser aufregenden Zeit. Auch heute ist der Ursprung dieser Verletzung der Zeitumkehrinvarianz noch nicht geklärt. Es ist aber ein Parameter, es kann eingebaut werden in das Standardmodell und ist heute ein freier Parameter. Nun, in Heidelberg haben wir auch viel über die Algebra der Ströme gearbeitet. Einige Herren, die mitgearbeitet haben, sitzen hier, die Herren Rodes zum Beispiel, Herr Dahmen, der jetzt in Siegen ist. Und es gab da die lokale Saturierung der Current-Algebra und es gab einen Zusammenhang von schwachen Ladungen mit Integralen über den Wirkungsquerschnitt. Also zum ersten Mal ein Zusammenhang von schwachen Prozessen mit stark wechselwirkenden Prozessen. Das waren alles Dinge, die heute sehr leicht verstanden werden können aus dem Begriff des Quark-Parton-Modells heraus, die auch damals in etwas unzusammenhängender Weise bearbeitet werden mussten. Nun, ganz wichtig war dann die experimentelle Bestätigung der Hypothese vom erhaltenen Vektorstrom durch Heinze und Zörgel im Jahre 1968. Das Bitte? 69? 68. Nein, die Veröffentlichung ist 68. Da habe ich mich vertan. Ja. Okay, nun kommen wir zu der Quark-Hypothese. Schon da will ich Sie ein bisschen bekannt machen mit den Schwierigkeiten, die man hatte, obwohl das heute so einfach klingt. Gell-Mann und Zweig sagten 1964, ja, vielleicht gibt es doch Subteilchen, die man zwar im Experiment nicht sehen kann, aber vielleicht sind unsere Protonen und Neutronen und Pimesonen doch aus Subteilchen zusammengesetzt, aus merkwürdigen Subteilungen mit drittelzahliger Ladung. Aber selbst Gell-Mann war nicht sehr überzeugt, dass diese Teilchen wirklich existieren sollten, sondern er bezeichnete sie vielfach noch als sogenannte mathematische Indizes, mit denen man gut operieren kann. Sehr viele Fragen waren damals offen. Warum findet man diese Teilchen nicht? Sind sie sehr schwer? Was hält sie zusammen? Als mögliche Kräfte kamen damals eigentlich nur in Frage die Rho-Mesonen, Omega-Mesonen und Phi-Mesonen. Das sind Vektor-Mesonen, die den Teilchenaustausch machen könnten. Der Durchbruch kam dann eigentlich, deswegen wurden all diese Vorstellungen trotz der Autorität von Gell-Mann nicht besonders
akzeptiert von der Allgemeinheit der Theoretiker zunächst. Erst 1969 gab es dann einen Durchbruch von der experimentellen Seite her. Bei der tiefinelastischen Elektron-Proton-Streuung hat man festgestellt, erstens, dass das Proton wirklich ein ausgedehntes Teilchen ist und zweitens, dass es ein Teilchen ist mit viel körniger Struktur. Das heißt, man konnte wirklich von einem Konstituentenmodell, das man Partonenmodell genannt hat, sprechen. Also diese elementaren Teilchen wie Protonen und Pimesonen sollten aus Subteilchen, aus Partonen bestehen. Und die Frage war dann, sind die Partonen Quarks? Und damals gab es dann auch viele Fehlmeinungen, unter anderem Fehlmeinungen von mir. Denn im Jahre 72 bis 73 war es keinesfalls klar, dass diese Subteilchen wirklich drittelzahlige Ladungen haben, sondern es war möglich, Theorien zu formulieren mit ganzzahligen Ladungen. Und ich hatte damals sogar die Idee, dass diese Subteilchen vielleicht instabile Teilchen sind, aber so kann man sich vertun. Gell-Mann und andere haben dann eine ganz radikale Annahme gemacht in dieser Zeit, 72, 73. Sie sagten, jedes Quark ist dreifach entartet, haben eine neue Quantenzahl eingeführt, die Farbe. Es gab dann anstelle dieser Vektorbosonen, die ich vorhin genannt hatte, Omega, Rho und Phi, die man im Experiment sehen kann, gab es nun plötzlich Teilchen, diese Gluonen, die diese Wechselwirkung machen sollten, die aber nicht direkt sichtbar sind im Experiment. Das war also ein gewaltiger Schritt in die Abstraktion, der sich aber dann bewährt hat. Nun, heute ist das fast selbstverständlich. Das führt zu einer konsistenten Theorie der starken Wechselwirkung. Aber damals gab es natürlich noch viele Skrupel. Denn es war keine strenge innere Symmetrie bekannt damals. Und das sprach ja für eine strenge innere Symmetrie. Denn Symmetrien, die bekannt waren, war der Isospin, das heißt, dass Proton und Neutron zusammengehören. Aber es ist eine gebrochene Symmetrie, denn Proton und Neutron haben nicht genau die gleiche Masse. Die SO3 war eine noch stärker gebrochene Symmetrie. Die chirale Symmetrie war eine stark gebrochene Symmetrie. Die CP-Symmetrie ist eine gebrochene Symmetrie. Es gab also viele Skrupel, diese Idee zunächst anzunehmen. Mindestens gab es auch diese Skrupel bei mir. Ich hatte große Schwierigkeiten zu glauben, dass die Quarks dreifach entartet sind mit exakt gleicher Masse. 1974 waren diese Fragen dann akut. Es wurde eine scharfe Resonanz bei 3,1 GeV gefunden, die J-Psi-Resonanz in Brookhaven und darauf auch am SLAG. Und dann gab es die Frage, ist das ein Zustand mit neuen Quarks, die man Charm-Quark nannte, ein Charm-Anti-Charm-System, oder handelt es sich um eine Farbanregung? Nun, ich hatte damals auf eine Farbanregung zusammen mit wenigen anderen auf eine Farbanregung gesetzt, aber das war nicht richtig. Man kann sehr falsch liegen, aber es ist, glaube ich, doch mal wichtig zu sehen, wie viele verschiedenen Gesichtspunkte man zunächst noch haben kann, bevor sich die eigentliche Theorie durchsetzt. Ich konnte einige der Resonanzen konnte ich sogar gut erklären, sogar einige Voraussagen machen, die dann eintrafen, aber es war doch die falsche Theorie. Gut, 1975 wurde dann ein neues Lepton entdeckt, es wurden neue Quarks entdeckt und dann war die Quark-Geschichte wirklich experimentell nachgewiesen. In der Zwischenzeit hat sich auch auf dem Gebiet der schwachen und der elektromagnetischen Wechselwirkung viel getan. Man sprach von der Vereinigung von elektromagnetischen und schwachen Kräften. Die schwachen Kräfte wurden beschrieben über den Austausch von einem Teilchen, wie das üblich ist in der theoretischen Physik, aber diesmal mit einem massiven Teilchen, das schwere Masse hat und das geladen ist. Also nicht wie das Photon oder wie die Gluonen von vorhin ungeladene elektrische, also keine elektrische Ladung haben, hat dieses Teilchen, das W-, eine Ladung. Und Kleschow konnte schon 1961, aber niemand hat es damals geglaubt,
eine Zusammenfassung geben. Er sagte, es muss drei schwere Teilchen geben, ein W plus minus, ein schweres Z0 und ein masseloses Gamma. Und diese vier Teilchen kann man zusammenfassen und damit die schwachen Wechselwirkungen und die elektromagnetische Wechselwirkung zusammenfassen. Erst als dann die spontane Symmetriebrechung bekannt war, wo man zeigen konnte, dass W plus Z wirklich Masse bekommen können auf eine sinnvolle Weise und dass das Photon masselos bleibt in den Jahren 67, 68, wurde diese Symmetrie dann ernst genommen und konnte man von einer Vereinigung der elektromagnetischen Wechselwirkung mit den schwachen Kräften sprechen. Allerdings sind immer noch die Massen für Quarks und die Massen für Leptonen freie Parameter. Gut, wie sah es dann aus am Ende dieser Periode? Wir haben die starken Kräfte, die Quantenchromodynamik, also diese Farbkräfte, die Baryonen betreffen. Die Gluonen bilden diese Kräfte und es gab die elektroschwachen Kräfte, die Quantenflebodynamik, über den Austausch dieser eben genannten Bosonen. Die Kraftgesetze waren also bekannt, aber dennoch die nicht-störungstheoretischen Eigenschaften, zum Beispiel warum die Quarks permanent in einem Proton drin sitzen und nicht herauskommen, sowie die Vakuumstruktur des quantenchromodynamischen Vakuums ist bis heute nicht ausreichend verstanden. In späteren Zeiten war ich dann der Meinung, dass man diese Dinge am besten studiert über die Zerfälle leichter und schwerer Quarks, dass das geeignet ist sowohl für das experimentelle und für das theoretische Studium und zur Bestimmung der bisher unbekannter Parameter des Standardmodells. Denn das Standardmodell hat noch eine Reihe Parameter, die nicht von der Theorie vorhergesagt werden, sondern die als Parameter einfach in die Theorie eingehen. Und Dinge, die auf dem Quarkniveau nun wohl definiert sind, müssen natürlich experimentell durch Zerfälle von Mesonen, also ein schweres B-Meson in ein schweres D-Meson zum Beispiel unter Aussendung von Elektron und Neutrino geklärt werden. Und mit diesem Bereich haben meine Mitarbeiter und ich uns sehr viel in der letzten Zeit auseinandergesetzt. Nun, vielleicht jetzt kurz zum Stand der Teilchenphysik heute. Denn damit war das Standardmodell nun bekannt. Es gibt diese drei Farben der Quarks, die Anlass geben zu dieser starken Kraft. Dazu gibt es eine Kopplungskonstante, die hier G3 heißt. Es gibt die schwache Wechselwirkung, ein Doublet, ein Up- und ein Down-Quark, durch diese Wechselwirkung gekennzeichnet, mit einer neuen Kopplungskonstante, G2. Und es gibt eine weitere Kraft, die eng mit der elektromagnetischen Kraft zusammenhängt, die eine Kopplungskonstante G1 erfordert. Wie sieht es dann aus? Es gibt dann Teilchenfamilien, die aus 15 Teilchen bestehen. Also, das ist eine Teilchenfamilie hier. Wir haben die drei Farben des Up-Quarks, des linkshändigen Up-Quarks, weil sich eben wegen der Paritätsverletzung herausstellt, dass diese zweite Wechselwirkung hier nur für linkshändige Teilchen aktiv ist. Es gibt also die Up-Quarks, es gibt die linkshändigen Down-Quarks und es gibt die rechtshändigen Up-Quarks, die drei mit den drei Farben, die rechtshändigen Down-Quarks, die bilden Singlets, sind also einzeln da. Und es gibt das Leptonen-Doublet und das rechtshändige Elektron. Und so wie diese 15 Teilchen gibt es noch weitere 15 Teilchen mit Charm-Quarks und mit Top-Bottom-Quark, wobei das Top bis heute noch nicht gefunden ist, weil es offenbar sehr schwer ist. Eine spontane Symmetriebrechung führt dann dazu, dass all diese Teilchen Masse bekommen, aber die Dynamik ist völlig bestimmt durch diese drei Kopplungskonstanten G1, G2 und G3. Das ist also die Schönheit dieses Modells. Allerdings treten gewisse bisher nicht völlig verstandene Mischungen auf, zum Beispiel diese Down-Quarks, die haben hier alle einen Strich.
denn sie hängen mit den Masseneigenzuständen über eine Matrix zusammen und diese Matrix hat wieder Parameter, die wir heute im Wesentlichen schon kennen, numerisch aus dem Experiment, aber die von der Theorie her nicht verstanden sind. Vielleicht gebe ich jetzt noch sage ich jetzt noch etwas, warum dieses Modell, dieses Standardmodell so schön ist. Natürlich ist es schön, weil es einfach ist. Nämlich Quarks und Leptonen unterscheiden sich nur durch Quantenzahlen und durch ihre Massen. Es sind Punktteilchen, jedenfalls weiß man aus dem Experiment, dass ihre Ausdehnung sicher kleiner ist als 10 hoch minus 16 Zentimeter. Das heißt, mindestens 1000-mal kleiner als der Durchmesser eines elementaren Teilchens wie des Protons. Alle Kräfte folgen aus einem einheitlichen Prinzip, nämlich über diesen Austausch von diesen Teilchen, das man Eichsymmetrie nennt. Diese Kopplungen sind universell, das heißt, unabhängig von den Teilchenfamilien haben sie alle die gleiche Stärke. Weiter ist die Kopplungsstärke der starken Wechselwirkung, wie der Name sagt, größer als die Kopplungsstärke der schwachen Wechselwirkung und größer als das Gemisch aus elektromagnetischer Wechselwirkung. Nun, das war von vornherein klar, aber man konnte zeigen und kann theoretisch die Energieabhängigkeit effektiver Kopplungen untersuchen. Und dann sieht man, dass diese Kopplungen sich ungefähr treffen bei etwa 10 hoch 16 GeV, das heißt bei einer ungeheuer großen Energie. Das erklärt aber, wenn die sich treffen, dann werden dort Quarks und Leptonen fast dasselbe. Und wenn man dann von dort ausgeht und wieder nach unten geht, dann versteht man, warum die starke Wechselwirkung wirklich stark ist und die elektroschwache Wechselwirkung wirklich schwach ist. Denn diese Extrapolation von diesem Punkt zeigt dann, dass diese Eigenschaft hier erfüllt ist. Und das legt eine sogenannte Grand Unified Theorie nahe, mit denen wir uns auch in Heidelberg sehr beschäftigt haben. Insbesondere habe ich mit Herrn Achemann sehr eingehend über die exzeptionelle Gruppe E6, die vielleicht noch eine große Rolle spielen könnte für diese verallgemeinerten Symmetrien, habe ich mit ihm über diese Dinge gearbeitet. Insbesondere können wir also jetzt sagen, wenn man das anschaut, dass die ungeheure Vielfalt der Naturerscheinungen, dass diese offenbar auf wenigen elementaren Prinzipien beruht. Aber natürlich treten Fragen auf, aber Fragen, die man früher nicht stellen konnte oder jedenfalls nicht sinnvoll stellen konnte. Fragen sind die Auszeichnung und der Ursprung von dieser Gruppenstruktur. Zum Beispiel, warum ist die schwache Wechselwirkung nur eine linkshändige Wechselwirkung? Das wird auch manchmal so ausgedrückt. Warum ist der liebe Gott ein Linkshänder? Warum gibt es mehrere Familien? Man könnte sich genauso gut eine Welt vorstellen mit nur einer Familie von Teilchen, mit einer Teilchenfamilie. Es gibt genau drei. Warum gibt es drei? Die Massenskala der W- und Z-Bosonen ist ein Parameter der Theorie. Zwar konnte man diese Massen vorhersagen, aber nur durch Messungen bei niederen Energien. Das also sind Parameter der Theorie. Die Quarks, die Quarkmassen und auch die Leptonenmassen und auch die Mischungen, von denen ich eben sprach, sind noch unbekannt, wie sie zustande kommen. Auch die Verletzung der Zeitumkehrinvarianz, die CP-Verletzung, ist noch ungeklärt. Auch von dem Higgs-Sektor habe ich nicht gesprochen, aber die Phasenübergänge, die damit zusammenhängen, sind ebenfalls nicht vollständig geklärt. Ebenso sagte ich bereits, dass es eine Reihe von nicht störungstheoretischen Eigenschaften schon des Standardmodells gibt, also auch auf der Basis des Standardmodells, die wir heute noch nicht genügend kennen und an der vielfach natürlich gearbeitet wird. Mit solchen Fragen auch, wird die schwache Wechselwirkung bei höheren Energien stark, ja oder nein? Existieren supersymmetrische Partner zu unseren bisher bekannten Teilchen? Existieren magnetische Monopole, die schon vor vielen, vielen Jahren von Dirac vorhergesagt worden sind? Bisher gibt es noch keine Anzeichen dafür.
Aber worauf ich gar nicht eingehen konnte, ist, dass es einen engen Zusammenhang nun gibt zwischen der Elementarteilchenphysik und der Astrophysik. Viele kosmologische Probleme können nun angegriffen werden. Man kann fragen, wie die Baryonenasymmetrie zustande kommt, also die Tatsache, dass es Baryonen gibt im Weltall, allerdings sehr, sehr wenige verglichen zur Zahl der Photonen, nur etwa 10 hoch minus 10. Aber warum es diese Baryonen gibt und bei dem Ursprung des Weltalls nicht Teilchen und Antiteilchen in gleicher Weise entstanden sind, dann wäre allerdings nichts übrig geblieben als Photonen und Neutrinos. Warum gibt es diese Baryonenasymmetrie? Können wir diese bisherigen Theorien mit der Gravitation vereinigen, ist ein ganz wichtiges Untersuchungsthema vieler Wissenschaftler, auch an unserem Institut. Eine der ganz fundamentalen Fragen ist der Ursprung der inneren Symmetrien, das heißt der Ursprung der Ladungen. Warum haben die Teilchen Ladungen? Warum haben sie Isospin? Das ist bisher noch völlig ungeklärt, aber es gibt eine Reihe von möglichen Ansätzen. Vielleicht hat das etwas zu tun mit der Dimension unseres Raumes. Ich habe an meinem Beruf sehr viel Freude gehabt. In der Teilchenphysik gab und gibt es immer etwas Neues und aufregend Spannendes. Gelangweilt habe ich mich nie, wohl aber bin ich oft mit hängender Zunge einer Sache nachgerannt. Aber auch wenn man, wie es uns Theoretikern häufiger geht, nach mühsamen Rechnungen feststellt, dass die Natur es ganz anders eingerichtet hat, so hat man doch etwas dabei gelernt. Sehr wohlgefühlt habe ich mich in der einmaligen und großartigen wissenschaftlichen und menschlichen Atmosphäre in der Physik, die Bode und Jensen begründete. Von Jensen habe ich viel mehr als Physik gelernt. Er war ein großartiger Mensch mit klarem Urteil und Kenntnissen in vielen Lebensbereichen. Als ich einmal unschlüssig war, ob ich einen Ruf nach auswärts annehmen sollte und meinte, es täte mir vielleicht gut, die Universität zu wechseln, fand ich am nächsten Tag einen Zettel auf meinem Schreibtisch und den wollte ich Ihnen doch vorlesen. Aber da muss ich erst gucken, dass ich ihn finde. Naja. Epistel des Paulus an die Hebräer. Höret auf eure Lehrer und folget ihnen, denn sie wachen über eure Seelen, als die da Rechenschaft dafür geben sollen, auf dass sie das mit Freuden tun und nicht mit Seufzen. Denn das ist euch nicht gut. Er sagte natürlich, ich sollte bleiben. Ich habe auf ihn gehört. Manchmal soll man eben doch auf einen weisen Mann hören. Haxel, Kopfermann, Brix, Schmelzer bewahrten dieses gute menschliche Klima in Heidelberg. Es hat sich bis heute erhalten. Auch die Lehre hat mir Freude gemacht, vielleicht nicht so sehr die Vorlesungen, als die Zusammenarbeit und die Diskussion mit jungen Studenten an der Tafel oder vor einem Stück Papier. Ich bin dem Schicksal dankbar, dass ich ungeheuer faszinierende Entwicklungen in der Physik erleben durfte und auch aktiv daran teilnehmen konnte. Ich wünsche der jüngeren Generation einen ebenso anregenden und interessanten Beruf. Zum Schluss möchte ich noch meinen Kollegen in der Physik herzlich für ihre Freundschaft danken und natürlich auch meiner Frau, die mir viele Steine aus dem Wege geräumt hat. Vielen Dank. Applaus